Aoshins Endloser Sturm. Zwei Teile. Und für die erste spielen wir eine Combo, die nur für diese Mission gedacht ist. Wir müssen Volibear mit Zedek spielen. Für den zweiten Teil müssen wir Blitzstark von Orkanen auslösen. Das heißt, wir brauchen den Tempest Trait. Und dafür können wir eine alte Comp wieder benutzen, und zwar die von der Soraka-Mission.